Ja, Michael macht sich fertig, da ist unser Autochen und da drüben ist das Festspielhaus. Wir wollen nämlich heute mal schauen, ob wir da reinkommen und uns das Haus von innen anschauen können. Es gibt manchmal auch Führungen, mal gucken, was sie sagen. Jedenfalls wollen wir da mal jetzt hin und wollen uns das mal anschauen, nachdem wir ja heute so wunderschön in Bayreuth auf dem Stellplatz gestanden haben. Also der ist echt cool, der Stellplatz, muss man wirklich sagen. Werden wir uns das jetzt noch mal anschauen. Und dann geht es weiter nach Rothenburg ob der Tauber. So, wir laufen jetzt also einmal hier ums Haus rum, ums Festspielhaus. Da. Aber da steht immer nur dran Eingang Führung und ich nehme an, man kommt da auch nur mit Führung rein. Und da die Führung erst um 14 Uhr ist die nächste. Ist uns das zu spät? Wir haben jetzt. Wie spät haben wir jetzt? 11:30. Das dauert uns dann doch leider zu lange. Schade. Vielleicht am Sonntag auf dem Rückweg. Mal gucken. So, und hier gibt es dann das Gourmet-Essen. Im Sommer, wenn die Veranstaltungen sind, gibt es dann hier die Festspielbratwurst. Wahrscheinlich für 10 Euro oder so. Aber Hauptsache sie schmeckt, ne? Ja, also das wird leider nichts, dass wir hier reinkommen. Schade, ich hätte mir es echt gerne mal angeguckt. Und Michael auch. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht nochmal auf dem Rückweg irgendwie Glück haben. Hm. Also dann geht's weiter. Schauen wir mal, vielleicht mal auf den Blick. Also schade. Online-Tickets unter Bayreuth Tourismus Festspielhausführung. Direkt vor der Führung Tickets hier am Festspielhaus erhältlich bei Ihrem Gästeführer. Wir haben keinen Gästeführer. Oder bist du mein Gästeführer? Muss ich dich bezahlen? Das wird der sein, der uns hier durchführt. Ne? Montag bis Freitag. Tätig November bis März 24, tätig um 14 Uhr. Samstag, Sonntag zusätzlich um 11 Uhr. Ja. Aber. Wir haben aber keinen Samstag, Sonntag. Nee, und wir sind. Ob wir bis 14 Uhr hier sind am Sonntag, das wage ich auch zu bezweifeln, wenn wir am Abend feiern. Ah, oh, Manu. Na gut, schauen wir mal. Schade.
liebe Videofreunde, wir sind jetzt hier auf dem Stellplatz in Rothenburg ob der Tauber, auf dem P2. Und der ist zentral gelegen, ziemlich nah an der Stadt, ist auch sehr schön, es gibt Fähr- und Entsorgung. Wir sind gestern Abend hier angekommen bei schönem Sonnenschein, bin nochmal schnell ins Städtchen gelaufen und habe noch ein paar Aufnahmen gestern Abend gemacht und schon gesehen, dass das ein wirklich sehr interessantes Städtchen ist, also sehr mittelalterlich, ne? Du kennst das noch von früher, ich war noch nicht da, Michael das letzte Mal vor 50 Jahren. 50 Jahren, oh mein Gott, scheiße. Und ja, auf jeden Fall, wir haben Sonnenschein, herrlich. Und heute früh mussten wir leider schon mal zu dem anderen Stellplatz, zum P3 fahren, weil wir hatten vergessen, die Klappe, das Ventil oder wie? Vom Tank, ja. Haben wir vergessen, richtig zuzudrehen und haben systematisch immer peu à peu ein bisschen Wasser verloren. Und heute früh stand ich dann und wollte spülen. Und ja, war das Wasser alle gewesen und wir uns gewundert, kann gar nicht sein, wir sind erst seit 2 Tagen unterwegs und es kann gar nicht alle sein, es geht gar nicht. Dann haben wir geguckt, ob der Frostschutzwächter zu ist, ne? Ja. Oder offen ist, besser gesagt. Und dann haben wir nochmal nach dem Ventil geguckt. Ja, und dann haben wir festgestellt, das ist nicht richtig, war nicht richtig zu. Ja, halbe Umdrehung offen oder so. Ja. Ja, ganz minimal. Ja, und trotzdem haben wir das Wasser verloren. Der P3 ist nicht so schön wie hier. Ich hatte vorhin eigentlich eine Aufnahme gemacht, aber leider vergessen, das Mikro anzustöpseln. Und also es sind tonlose Aufnahmen. Und der ist aber trotzdem nicht so schön wie hier. Also ist nicht so eben wie hier und leicht angeschrägt, ne? Ja. Abfällig. Und dann ist auch eine große Baustelle gerade zu der Zeit da, ist nicht so schön. Und aber im Sommer ist man für jedes Plätzchen hier wahrscheinlich in Rothenburg ob der Tauber dankbar, was man kriegt mit dem Wohnmobil. Und dann kann man froh sein, dass sie da noch ein paar Plätze eigentlich zur Verfügung stellen. Ja. Ne? Und es gibt dort halt, wie gesagt, auch Fähr- und Entsorgung und da haben wir dann Wasser aufgetankt. Und sonst gibt es das hier auch natürlich am P2, aber im Moment ist es halt eben hier kaputt. Und hier sind auch Toiletten an dem Platz, öffentliche, die sind auch sehr ordentlich und sauber. Ich habe mal reingeschaut, also alles gut. Und wir hatten gestern Abend noch einen netten Nachbarn gehabt aus Berlin. Und der hat die erste Nacht in seinem Wohnmobil verbracht, gell? Ja. Hat sich das geholt in Frankfurt am Main. Und von Berlin in wo? Hausen, ne? Gelnhausen. Ach, Gelnhausen, okay. Gelnhausen hat er sich das geholt und hat dann die erste Nacht gestern in seinem eigenen Kastenwagen verbracht. War ganz stolz gewesen und wir haben ihn beglückwünscht. Und heute haben wir ihn schon gesehen. Mal gucken, er kommt vielleicht nachher auch nochmal her, dass wir heute auch mal Abend ein bisschen quatschen können. Also ja, ist natürlich die Freude immer groß, wenn man so ein neues Auto hat und dann Aufregung und was man alles braucht und was noch fehlt und was noch kommt. Also es war recht nett, ne? Ein netter junger Mann. Ja. Ja. Ja, jetzt laufen wir mal ins Städtchen und wollen uns mal das Städtchen anschauen und dann, ja. Bleiben wir heute Nacht noch hier, weil hier haben wir Wasser und Strom jetzt und dann. Ja, und hier kann man online bezahlen. Kostet 12 Euro der Platz, 24 Stunden. Also super Preis, muss man echt sagen. Und hat auch alles gut geklappt. Wenn wir nochmal morgen uns hübsch machen für den 60. Geburtstag vom Stefan. Bald sind wir da und dann wird gefeiert. Am Wochenende. Gelle? Tja. Wollen wir mal hoffen. Wie die Alten so feiern. Wie feiern die Alten denn? Schauen wir mal. Je oller, desto doller. Mm. So. So wird gefeiert. Naja, also wenn ich an unsere letzte Geburtstagstour denke, im letzten Jahr, das war schon ordentlich gewesen, ne? Wie wir da gefeiert haben. Das war toll. Also kommen auch wieder vom letzten Jahr einige und von daher freuen wir uns darauf, auch die Leute wiederzusehen. Wird schön. Bis dann. Tschüss.
Herzlich willkommen, liebe Videofreunde. Ja, ein kleines neues Update bei unserer verrückten Tour. Wir waren ja auf der Geburtstagstour vom Stefan oder beim Geburtstag vom Stefan. Und das letzte Mal haben wir uns aus, Rotenburg ab der Tauber gemeldet, genau. Und dann sind wir ja zum Stefan zum Geburtstag gefahren und da in Metzingen war ein schöner großer Festspielplatz, ne, nennt sich das, oder Festplatz. Mhm. Und es kamen insgesamt 18 Vans. An dem Abend, wo ich noch dabei war, waren es glaube ich 13 und es war also total toll. Den ersten Abend durfte ich noch miterleben. Da haben wir auch schön gefeiert und auch viele wiedergesehen, die wir schon kannten und auch neue kennengelernt und sehr nette Menschen kennengelernt. War ein ganz toller Abend gewesen und war sehr, sehr schön. Und leider in der Nacht ging das Drama dann los. Ich habe in der Nacht Nierenkoliken gekriegt. Also das am frühen Morgen besser gesagt und die wurden immer schlimmer und ich musste dann in die Notaufnahme und ich hatte die Tage zuvor, war ich schon in Behandlung gewesen, weil was nicht in Ordnung war und ja, das hat man aber nicht festgestellt und deswegen hatte ich auch gepostet, nach einigen Auf und Abs können wir endlich starten. Also es war schon 14 Tage vorher, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Aber es wurde halt leider, wie gesagt, nicht festgestellt. Und dann das dicke Ende kam dann da in Metzingen. Und dann musste ich in die Notaufnahme nach Reutlingen und wurde dann auch dort drin behalten, weil man hat Nierenstein festgestellt. Und dann hat man es einen Tag versucht, eben mit viel Trinken und so auszuspülen, weil er gerade so grenzwertig ist. 5 mm, sagt man, ist gerade so an der Grenze, wo er noch abgehen kann. Aber er war zu weit oben und es ist natürlich nicht passiert. Dafür sehr viel Schmerzen, wahnsinnige Schmerzen. Voll gepumpt bis oben hin mit Schmerzmitteln. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nicht so viel Schmerzmittel auf einen Schlag gekriegt.
Und dann hat man den nächsten Tag entschieden, eine Haarnähterschiene zu setzen, die dann operativ eingesetzt wird, also mit Narkose. Und das haben sie auch gemacht, aber so richtig glücklich bin ich noch nicht. Es ist alles noch nicht so optimal, wie es eigentlich sein sollte. Und ich wurde dann gestern entlassen, wurde dann von Stefan und Ulrike abgeholt, ganz lieb. Und dann haben wir uns noch verabschiedet. Den Abschied durfte ich dann wieder miterleben. Den Rest hat Michael alleine gemacht und gefeiert mit der Rasselbande, die sie alle waren. Tja, so kann es kommen. Naja, und dann sind wir gestern losgefahren und muss sagen, das Fahren ist mir nicht so sehr gut bekommen. Also es war sehr schmerzhaft gewesen, die Ruckelei und so. Und das ist auch heute nicht so optimal. Mir geht es noch nicht wirklich gut. Und deswegen fahren wir jetzt auch ein Stückchen weit weiter. Wir machen das immer auf 200 Kilometer. Ich versuche wieder 200 Kilometer. Mal gucken, wie es geht heute, wenn es wieder so schlimm ist wie gestern. Weiß ich nicht, ob ich mich hinten dann ablege oder wie auch immer. Das müssen wir dann sehen. Egal. Auf jeden Fall stehen wir jetzt auf einem schönen Stellplatz in Bayern. Wo? Merkendorf. Merkendorf. Wo ist das zwischen? Ansbach und Gunzenhausen. Gunzenhausen, okay. Und das ist so mitten in der Pampa, damit rechnet man überhaupt nicht, dass hier irgendwo so ein Stellplatz kommt. Der ist für 10 Wohnmobile ausgerichtet, ist wirklich schön, es ist ein Freibad hier angrenzend und auch sehr schön, das Freibad. Dann haben die hier auch so ein, so ein Haus, wo Duschen, Toiletten drin sind. Die sind jetzt also zu, aber die Behindertentoilette und Behindertendusche hat offen. Also man kann hier auch sogar duschen gehen. Und Toilette, wie gesagt, eben auch da. Und wir sind heute früh von Esmeralda, von dem kleinen Huhn hier, geweckt worden, was um unser Auto gegackert hat. Und dann haben wir heute auch schon zugucken dürfen, wie die Störche, die hier anwesend sind, ihr Knöpfchen gemacht haben, wie sie kleine Störche gemacht haben. Also es war schon spektakulär heute hier gewesen. Und also sehr, sehr schön. Kann man wirklich empfehlen, vor allen Dingen, wenn das Freibad mal offen hat, wird das bestimmt schön hier sein. Sehr ruhig gelegen, auch wenn die jetzt ein bisschen hier rumsägen und so, aber trotzdem mitten in der Natur. Also man kann es wirklich hier aushalten. Es ist sehr, sehr schön. Der Platz kostet 10 Euro. Für 24 Stunden. Mhm. Ist so ein Automat, ne? Und Man kann auch, glaube ich, mit App bezahlen, oder? Mit der Parkster-App kannst du bezahlen, ja. Und aber auch am Automat? Beides? Ja. Okay. Mit Münzen und mit EC. EC. Super. Und dann gibt es also Stromsäulen hier und es gibt auch Fern- und Entsorgung. Ja. Werden wir jetzt noch machen, bevor wir losfahren. Und dann gucken wir mal, wie es so geht mit der Fahrerei heute. Ne? Ja, mal schauen. Und dann wird das in 8 Wochen wieder entfernt. Mit Stein. Und dann müsste man mal hoffen, dass wieder alles in Ordnung ist. Und dann werden diese Steine untersucht. Und daran kann man feststellen, wie man das eventuell ein bisschen vermeiden kann, weil die auf ihre Inhaltsstoffe untersucht werden, die Steine. Und dann kann man sehen, auf was man vielleicht verzichten sollte mit dem Essen. Da bin ich auch mal gespannt, was bei mir rauskommt. Ich esse nämlich gerne salzhaltig und das ist nicht gut. Und da bin ich mal gespannt, was bei mir dann bei der Untersuchung dann rauskommt, was das war. Gut, ihr Lieben, das war das Update zu unserer tollen Geburtstagstour in Mitzingen. Ja. Also, bis bald, ihr Lieben, und schön gesund bleiben. Tja, ciao.